Umgang mit Fehltritt anderer. Irren ist menschlich, Fehler sind ja Lernlektionen. Wer keine Fehler macht, der traut sich nichts, wer nichts traut, macht keine Fehler und lernt dann auch nichts. Gute Entscheidungen kommen durch Erfahrung, Erfahrung kommt durch schlechte Entscheidungen. So muss man Menschen immer wieder erlauben, Fehler zu machen. Du kannst nicht den Menschen alle Fehler wegnehmen, indem du ihnen vorher alles erzählst. Nicht alles kann man intellektuell verstehen, manchmal muss man selbst erleben. Und nicht alle Fehler, die Menschen vorher gemacht haben, sind heute noch Fehler. Und nicht alles, was man früher gut gemacht hat, wäre heute kein Fehler. So gilt es, kleinere und größere Fehltritte beim anderen durchaus zu dulden und dem Menschen zu helfen, nicht wegen seinen Fehlern zu kapitulieren oder in die Depression zu versinken. Aber es gibt auch Fehltritte, die sind gravierender. Ist ein Fehltritt zum Beispiel eine kriminelle Handlung, dann sollte man sie der Polizei melden. Ist ein Fehltritt etwas, was einen anderen Menschen grob geschädigt hat, auch dann sollte man den Menschen nicht decken. Sind es Fehltritte gegen bestimmte Dinge, zu denen sich jemand verpflichtet hat? Auch das ist etwas, was man weitergeben sollte. Wenn man nämlich die Fehltritte anderer immer wieder deckt, dann führt das daran, dass die Dinge, die allen wichtig sind, nicht mehr beachtet werden. Und so kann eine Gesellschaft in Korruption und letztlich in Selbstauflösung gehen. Man kann auch jemandem sagen, das war jetzt ein Fehltritt, das war nicht richtig. Wenn du es noch einmal machst, dann werde ich das weitergeben. Es gibt noch eine spezielle Form des Fehltrittes, der in Partnerbeziehungen eine Rolle spielt. Und da müssen die Partner selbst überlegen, wie sie damit umgehen. Das sprengt jetzt diese kurze Hörsendung zum Thema Umgang mit Fehltritt anderer.